WePlay-Time. Ja, ich habe mir gedacht so, scheiße, probierst du mal aus, auch mal ein Match zu machen, bevor du pennen gehst. Und das war ein ultra krasses Match, deswegen muss ich es jetzt einfach mal laufen lassen. Und ja, wir können natürlich nicht sehen, was für Upgrades ich picke. Was nicht so wichtig ist, denn ich sag's ganz ehrlich, so wie es bei mir ist, ich kenne mich mit den Upgrades nicht aus. Und habe einfach alles angeklickt, was ich erforschen konnte, was sich gut angehört hat, wie Life Regen, Rüstung verringern, Splash Damage und den ganzen Kram. Und dann habe ich Random gemacht und habe hier dann Random ein Fuzzi bekommen. Keine Ahnung, ich glaube, da kriegt man, ich weiß gar nicht, ist das eine Fraktion, die man wählt? Weil die Fraktionen sind die Elfen. Und ich weiß nicht, wie man das nennt, was man hier bekommt. Auf jeden Fall habe ich die Elfen bekommen, habe dann die Elfen mir angeschaut und hatte ja dieses Fenster an hier und dachte mir so, scheiße, da steht drin Expert oder sehr schwer zu spielen. Dachte mir, Mist, was mache ich jetzt? Und da stand auch dabei, dass die Elfen sehr abhängig sind von den Tower-Upgrades, die man hier bekommen kann in den Towern und dass es halt super, super wichtig ist, diese überhaupt zu haben, um überhaupt standhaft zu sein. Und zu Beginn, ich mache das mal ein bisschen schneller, zu Beginn sehen wir auch, dass meine Einheiten auf allen Lanes übelste Probleme haben. Also wirklich auf jeder Lane. Wir haben auf jeder Lane Probleme. Wir verlieren, werden eingepusht. Und dachte ich mir so, ja, scheiße. Was mache ich jetzt? Da habe ich mir überlegt, die einzige Möglichkeit, die wir machen können, ist, wir upgraden den Middle Tower, weil viele spielen ganz gerne auf Gold. Wer die Mitte beherrscht, hat viel Gold. Ist ja schon mal ganz cool. Dachte ich mir so, okay, machst du das. Haben wir den Middle Tower geupgradet, der ist jetzt Level 2. Das müssten wir, glaube ich, vor so ein paar Sekunden gemacht haben. Und ich habe angefangen, die Mitte zu pushen. Und jetzt passiert genau das, wo das Problem ist. Ich werde von zwei Seiten gepusht. Und ich habe keine Chance, das irgendwie großartig abzuwehren. Und ich bin da nicht so gut im Koordinieren. Deswegen habe ich an Einheiten oben und unten gekauft. Vielleicht können wir das noch so machen. Geht das hier? Z7. Okay, man kann im Chat nicht schreiben. Schade. Und die haben angefangen, meine Tower kaputt zu machen. Dann habe ich unten den ersten Spell benutzt. Aber angefangen, weil viele klicken ja die Tower einzeln an und navigieren die Schüsse, hab dann angefangen, versuchst du mal die Range-Dinger platt zu machen. Das hat unten ganz gut funktioniert, aber ja, oben wurde das schlimmer. Ich speede wieder ab, damit es ein bisschen schneller ist. Ich wusste nicht, was ich dagegen machen kann, denn die Salve habe ich gefeuert, Einheiten habe ich gekauft. Da dachte ich mir, komm, upgradest du. Das hat noch ganz gut funktioniert, das Upgraden. Die Einheiten sind rübergewandert. Und die Lane wurde rausgepusht. Ja, aber ich wollte das gerne natürlich zeigen. Das ist noch nicht das, was passiert ist, was das Ganze ruiniert hat. Gut. Mitte fängt an zu pushen. Wir sind noch auf Level 2. Und wir gewinnen die Mitte. Was natürlich auch der Knackpunkt für mich war, dass ich die Mitte dominiere. Ziel war es dann für mich zu sagen, komm, wir holen uns einen Helden. So früh wie möglich. Ich habe jetzt unten die zweite Stufe noch auf T2 geupgradet, weil ich wollte sicher gehen, dass wenigstens die pushen. Und hier hat das Problem dann angefangen zu starten. Ja, meine Einheiten haben zwar Damage gemacht, aber mit dem Push, der jetzt zurückkommt, habe ich ein großes Problem bekommen. Was wir später noch sehen werden. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist im Replay. Ich weiß, dass einige Leute ganz gerne die Upgrades sehen. Mir ist aber aufgefallen auf YouTube, viele Leute spielen so schnell, die klicken dann mit ihren gebundenen Tasten alles an, klick, 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 klick und dann klicken die überall schnell Upgrades und ach, ich muss manchmal echt pausieren, Frames zurückgehen, damit ich überhaupt sehe, was passiert und welche Fähigkeiten die wählen, denn die meisten spielen schon so, dass sie wissen, was sie picken. Und ich habe einfach gekauft, was ich kaufen konnte und was sich gut anhört. So, hier oben geht es zurzeit noch. Wir dominieren die Mitte. Somit dachte ich mir, komm, wir können ja warten und auf Stufe 3 upgraden. Was natürlich dann schon erfolgt ist. Ich weiß gar nicht, bei Minute 6 oder so hatte ich Stufe 3.
Bin mir jetzt nicht sicher, ist auch nicht so wichtig. Aber Zielpunkt war, die Mitte upgraden und die Mitte halten. Somit generieren wir eine Menge Cash. So, und als nächstes Ziel war, das MP, also ja, Arkan sagt, oh, wir sehen sogar, was ich forsche. Sieht man auch bei denen, ob ich irgendwas dann forsche? Wahrscheinlich, ne? Also hier habe ich dann die ersten Upgrades reingeknallt und Blood Magic reingenommen, weil wir das Cash hatten durch die Mitte. Und ja, hier ist dann der erste Held schon gekommen. Heißt, er hat seine Zitadelle wahrscheinlich schon ausgebaut. Wir können, glaube ich, auch gucken. Die Zitadelle ist ausgebaut. Wir lassen das mal, aber auf Fog of War ist ein bisschen cooler. Und ja, da war das Problem, dass die Mitte halt weg war. Aber genau jetzt kommt das rein, was mein Problem war. Wir waren hier noch im Research. Ich glaube, ich cancel das auch gleich noch. Oder habe ich es gecancelt? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Manchmal habe ich Sachen gecancelt, damit ich Fähigkeiten machen konnte. Die Wave ist so riesig. Ich wusste nicht, was ich dagegen machen konnte. Und das ist schon auf Stufe 2. Wir haben keinen Level 2, somit kann ich keinen Helden gegensteuern. Und ab da habe ich verkackt. Wie wir gleich sehen. Ich glaube, ich habe die Fähigkeit gleich hier hinten angewandt, genau. Aber ich hatte nichts, was das verteidigen konnte. Und ich hatte schon alle Minions gespawnt, die hier vorne spawnen im vorderen Bereich, um die aufzuhalten. Und die Wave war zu weit hinten zu spawnen. Und es waren einfach zu viele Einheiten. Somit habe ich meine Barracks schon verloren und dachte mir so, scheiße. Das ist ein Problem. Und wollte, deswegen habe ich auch geschrieben, I fucked up. Wollte im Endeffekt schon sagen, ja, GG. Weil von unten kam auch eine Wave. Ja. Auf jeden Fall haben wir das dann überlebt. Ich weiß gar nicht, wie ich es überlebt hatte. Ich glaube, durch die Wave hier, weil Stufe 3 war, haben die weggepusht. Und hier unten habe ich dann geupgradet. Ich glaube, das war der Knackpunkt. Dann genau die Schüsse noch hier rein. Und eigentlich hatte ich die Idee, hey, wir können ja den Spell Stufe 2 nehmen. Problem ist, ich habe mein Sanctum nicht geupgradet. Kein Spell Stufe 2. Aber das Blatt wird sich noch wenden. Sagen wir es so. So, Tower wurden angegriffen, aber wir haben die Mitte angefangen zu dominieren. Und Ziel war es, wie gesagt, den Helden reinzukriegen, um dann alles zu dominieren und zu sagen, komm, ich krieg Cash ohne Ende. So, hier unten sind die Barracks dann schon fast weg gewesen. Was mich richtig geärgert hat. Denn ich war echt am Verzweifeln. Die haben den Tower kaputt gemacht. Oben haben sie angegriffen. Jetzt upgrade ich auf Stufe 2. In der Hoffnung, ich kann es fixen. Denn ich brauche auch ein bisschen Cash. Und ich war mir unsicher, was ich mache. Ob ich jetzt sage, komm, ich versuche noch mehr Einheiten zu pushen. Oder sage, komm, fuck it. Wir versuchen noch Zitadelle zu bekommen, um Helden rauszuhauen. Um Waves zu verteidigen. Irgendwie haben die sich dann doch noch gefangen. Was super war. Also ganz ehrlich, das war genial. Die sind von alleine da klar gekommen. Und dann dachte ich mir, komm. Ich habe den Helden schon öfters gesehen und dachte mir so, fuck man, der ist richtig gut, der Held. Wenn ich den in die Mitte sende, GG. Damit generieren wir so viel Gold. Das ist super. So, machen wir ein bisschen schneller wieder. Er ist in die Mitte gewandert und hat angefangen, Gold zu sammeln für uns. Gefarmt wie ein Geisteskranker. Also, ohne Scheiß. Ich hätte einen Screenshot machen sollen. Obwohl, ich sag mal nicht, dann spoilere ich zu viel. Wie gesagt, Keltas ist am Leveln und ich habe wie gesagt gesehen, dass der später die Phoenixe spawnt und ziemlich viel Damage austeilt. Genau, hier ist er. Ich weiß gar nicht, ob der Splash Damage macht. Auf jeden Fall beschwört er den ziemlich oft. So, unten ist unsere Wave super gut reingekommen. Hat langsam schon den seine Sachen kaputt gemacht, aber er kann Helden beschwören. Ich weiß nicht, ob das hier schon macht. In der Mitte hatten wir zwei Helden, wo ich mir dachte, scheiße ey, wenn ich die kriege, das ist straight up Cash. Das wäre super. So, mal gucken. Hier erforsche ich dann die Arrows. Ich habe im Endeffekt Sachen reingespammt. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwas explizit ausgewählt habe und gesagt, Mann, scheiße, das brauche ich. Sondern willkürlich, wo ich Cash hatte, rein.
mindestens alle Spells Stufe 1 bringen. Und so gut wie möglich hier Damage und Armor hochbringen. Armor war immer Ziel Nummer 1 und dann Damage. So. Das Ganze ging hier ziemlich gut auf. Unser Keltas hat aufgeräumt. Ich würde sogar sagen, dass Keltas richtig gut ist, weil er ziemlich lange standhaft ist. Also wir werden hier noch eine ganze Ecke stehen mit ihm und farmen. Bis er wirklich stirbt. Unten haben sie dann Helden geschickt, den ersten. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, upgrade ich die ganze Zeit noch oder habe ich gesagt, ich bewahre Cash, weil die Toplane wird die ganze Zeit gepusht. Also die werden wir nicht verteidigen können, die wird immer gepusht. Denn unsere Einheiten sind, ich bin mir nicht mehr sicher, sind das nur T1 Einheiten, die gespawnt werden? Ich glaube, ne? Das ist, glaube ich, nur T1. Genau, hier habe ich dann den nächsten Helden zur Verteidigung geholt. Der ist zum Glück auch hier rüber gepult worden. Später passiert mir das Öfteren, dass sie nicht gepult werden. Und dann einfach in die Mitte laufen. Aber glücklicherweise ist er auf der Lane stehen geblieben, um die rauszupushen. Was super war. Das war ein Vorteil für uns. Und wie gesagt, ich glaube, das ist komplett T1, das hier spawnt. Können wir ganz kurz mal gucken, was hier gleich spawnt. Dann lerne ich auch gleich mal zu. Aber wie wir sehen, Keltas ist, der ist immer noch in der Mitte und macht so sein Ding da. Ich glaube, das ist T2, ne? T2? Weil ein Reiter dabei ist. So, hier unten haben wir einen Helden beschworen zum Countern. Haben ein bisschen Damage kassiert. Spell Stufe 1 genommen. Nicht Spell, Spell Stufe 2. Und haben verteidigt. Und ich hatte immer Angst, dass ich was verliere, weil die angefangen haben, die Gebäude anzugreifen und oh mein Gott, ey. Keltas ist übrigens immer noch am Fighten. Der macht sich richtig gut da, aber stirbt auch gleich. Ich glaube wegen dem anderen Helden, ne? Ich meine, der hat genug gekillt. So, hier dachte ich so, oh fuck, ey, du hast die Top-Lane verloren. Jetzt ist die Bottom-Lane dran. Hab Einheiten gespammt, weil er nicht gestorben ist und... Das hat mich geärgert, aber hey, wir haben es gemanagt zu überleben. Und das ist so das Wichtigste, nicht aufgeben, immer weitermachen. So, da Keltas hier gestorben ist, dachte ich mir, wäre cool, wenn ich Keltas hier im nächsten Zug wieder in die Mitte sende. Weil der hat sein Ding gemacht, der war super. So, jetzt können wir oben mal beobachten. Ich glaube, oben ist nichts wirklich Wildes passiert in unten. Keltas hat ja jetzt Cooldown hier unten und sobald er ready ist, schicke ich den wieder in die Mitte. Hier passiert nichts, nichts Wildes. Hier war es schon besser. Da hatten wir eine größere Armee, um ein bisschen Damage zu machen. Er hat natürlich einen Helden zum Countern geholt. Und die Leute sind übelst gut im Pullen, habe ich das Gefühl. Also, ich kriege das nicht so hin. Sag ich ganz ehrlich, ich kriege das nicht hin. Wir können ja ganz kurz gucken, ob ich noch was erforsche. Ja, ich habe Feedback hier erforscht. Hier habe ich ein Spell reingeknallt. Immer wieder Rüstung. Hier haben wir schon Stufe 4 jetzt gemacht. Und hier kommt relativ spät Stufe 4. Also das hat echt lang gedauert, bis ich gesagt habe, ich upgrade da. So, hier, da habe ich Keltas wieder in die Mitte geschickt, weil ich mir dachte, hey, der ist übelst gut. Wenn wir die Mitte wieder halten, generieren wir Gold. Und es sind ziemlich viele Helden auf dem Feld. Wenn wir die Chance haben, die zu killen, dann genial. Unten hat er den Helden geschickt. Der wandert mit einer ziemlich großen Armee durch. Und ich glaube, ich habe da Stufe 2 Spell benutzt, um ihn zu verteidigen. Und habe den ersten Helden hier beschworen. Können wir kurz Keltas gucken, wie er nebenbei aufräumt. Top Lane, wie gesagt, wird immer gepusht. Davor hatte ich die ganze Zeit Schiss. Ich habe gehofft, dass mindestens der Blaue anfängt ihn zu pushen, weil auch hier ist jetzt das Problem, Top Lane pusht rein. Hier ist es passiert, ich habe den Helden beschworen und er ist in die Mitte gelaufen. Da dachte ich mir so, fuck, ne? Da war das Gute, die beiden Armeen, die hier oben war und hier unten, waren so dicht, dass ich den T2 Spell benutzt habe und die meisten der Einheiten platt gemacht habe. Problem ist, dass der blöde Held, der hier nicht Keltas, da Lorfema,
Theron, der sollte eigentlich die Wave verteidigen, aber tja, der ist weggelaufen. Deswegen habe ich hier dann den letzten, die Lady Liadrian, beschworen. Und das heißt, wir sind jetzt auf Cooldown, wir haben keine Helden mehr. Die Toplane wird gepusht wieder, definitiv. Deswegen war meine Hoffnung, dass meine beiden Helden jetzt hier komplett aufräumen. Denn hier stehen drei Helden. Einer, den wir gleich killen. Und noch zwei Stück. Wenn wir die killen, kriegen wir richtig gut Cash. Und können richtig aufräumen. Noch dazu, war das auch witzig, mein Held hat gesagt, komm, ich verteidige deine Wave. Und ihr Held hat gesagt, komm, ich verteidige deine Wave. Das ging die ganze Zeit so. Ich wollte erst schreiben, hey, kannst du den Held mal wegschicken? Aber das geht ja nicht. Somit noch ein Easy Kill, um Cash zu bekommen. Wir sind mittlerweile bei 2 Hero Kills nur. Aber das wird sich hier vorne noch ändern. Ich meine, ich kann das Fenster gerne mal auflassen. Ist ja nur ein Replay. Und wir sehen hier auch, ich erforsche weiter. Feedback. Wir erforschen weiter. Blood Rage. Weil ich die meisten Sachen schon erforscht hatte nebenbei. Und es geht weiter mit Upgrades für die Gebäude, Armor und so weiter. Und ich glaube, hier war ich sogar am Überlegen, ob ich auf T3 gehe mit dem Sanctum, um die Spells zu bekommen. Habe mich aber noch nicht dafür entschieden. Und ich habe immer versucht, ein bisschen Cash übrig zu haben. Und dann mal auch geguckt, ich habe nicht viele Sachen gestackt, weil das Problem ist, wenn man stackt, die Erforschungen dauern relativ lange und die greifen an und der Tower geht kaputt. Ich glaube, das Gold behält man nicht. So, hier unten hat das geschafft, den Helden rauszupullen und der macht keinen Schaden irgendwie auf Gebäude. Aber wir haben fast seine Zitadelle kaputt gemacht. So, und ich glaube, das war der Punkt hier, wo ich angefangen habe zu snowballen, weil wir haben so viele Einheiten gehabt, haben so viel Money gemacht, dass hier zwei Helden reinrushen. Er hat versucht, einen Helden zu holen, habe ich gesehen, aber der ist weggelaufen, weil er unten auch angegriffen wird. Und ich glaube, das war der Snowball-Effekt für mich. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber wir haben super viel Cash gemacht, weil wir denen seine Gebäude zerstört haben. Und das war für mich so der Punkt, da dachte ich mir so, fuck, Alter. Ich habe so schlecht angefangen und jetzt gewinnen wir. So, wir sehen gleich hier unten. Dort cast sich wieder ein Held. Glaube ich zumindest, oder war es T2-Spell? Ne, wir haben Held und der ist sogar runtergelaufen. Glück gehabt. Oben wurde alles zerstört. Der hat verloren. Das lief einwandfrei. Unsere Helden hatte ihr platt gemacht, aber wir haben wenigstens die ersten Sachen zerstört. Und da, hier war der Punkt, echt zu sagen, scheiße Mann, ich kann echt gewinnen, obwohl ich die Top-Barracks verloren habe. Ich weiß gar nicht, warum ich das geschrieben habe. Ich glaube, ich habe irgendwas wieder gemacht. Irgendeinen Mist habe ich wieder gebaut. Ich weiß nur nicht, was es war. Ach so, ich glaube, das war wegen der Mitte, weil ich keine Helden mehr hatte. Und deswegen habe ich versucht, Cash zu sparen, weil ab Sanctum Stufe 3 kriegt man einen vierten Helden. Ich weiß nicht, ob jede Fraktion das kriegt, aber dafür braucht man 2750, glaube ich. Und meine Hoffnung war, das Geld zu bekommen. Deswegen habe ich dann ihn beschworen. Intul. Intul? Und wir haben... Habe ich den Stufe 2 Spell gerade benutzt? Ich habe auf jeden Fall was benutzt. Ist auch nicht so wichtig. Das ist das kleinste Problem. So. Mit dem Helden und meinen Helden hier unten sind wir so gut am Pushen. Und hier habe ich gefragt, ich habe den Super Spell nicht gefunden. Man kann ja unten den Spell erforschen. Weil ich wollte unbedingt Doom. Ich wollte unbedingt einmal Doom. Dafür brauchten wir 1000 Gold. Ich habe Gold gespart. Und der dachte mir so, okay, ich glaube, ich habe gewonnen. Ich glaube, das war's. Aber oben habe ich dann gesehen, scheiße, Mann.
Das sie fänden, ist echt nicht einfach. Deswegen musste ich hier einen Held beschwören. Na, da habe ich Einheiten versucht zu spawnen, was nicht funktioniert hat. Versucht zu pullen. Und dann den Helden beschworen, weil der hatte Cooldown. Ist nur ein bisschen blöd, weil hier forschen wir gerade Ultimate Weapons. Ein Held gegen zwei ist halt, ja, uncool. Aber ich weiß gar nicht, welchen habe ich beschworen? Ist das Theron? Ich muss kurz mal pausieren. Genau, Theron, der ist ziemlich tanky gewesen. So, und hier habe ich dann geguckt, wie kann ich Doom? Für Doom brauche ich das Upgrade, was ich hier gleich reinschmeiße. Nachdem ich ja verteidigt habe. Ja, ich echt gedacht, ich verliere fast. Unten hat er uns auch verteidigt und wieder zwei Helden gesetzt. So, und hier setzen wir das Upgrade und ich glaube, das war das Upgrade für. War das was für Doom? Nee, das war es noch nicht. Doom kommt später. Im Endeffekt, alle Spieler sind weg und ich habe, glaube ich, ich würde sagen, ich hatte den schlechtesten Start. Was mir echt geholfen hat, war in der Mitte die Führung zu behalten. Um dann wenigstens zu verteidigen. So, hier beschwören wir gleich den für 2700 wieder. Extra gespart. Weil er scheint wohl ziemlich stark zu sein. Oder habe ich den beschwört? Nee, hatte ich gar nicht. Habe ich den für die Toplane aufgehoben? Ich bin verwirrt. Sorry, passiert manchmal. Stimmt, hier habe ich dann angefangen zu verlieren. Dann habe ich den Super Spell gemacht. Noch einen Helden beschworen. Hier hat er meine ganzen Helden platt gemacht. Stimmt, ich habe den gekontert. Den hatte ich wieder in die Lane geschickt. Das ist halt echt Cancer, wenn man nur die T2-Einheiten hat. Ich glaube, das, wie gesagt, könnte mich gern verbessern, ob das nicht T2 sind. Dass man ständig gepusht wird, weil da kommt eine riesige Armee jedes Mal, aber hey, unser Held pusht das. So. Wir können hier mal drauf gehen. Ich glaube, ich habe den. Genau, ihn musste ich hier beschwören, weil der hier Cooldown hatte. Und hier dachte ich schon, scheiße, ey. Bitte mach mir nicht die Barracks weg. Nebenbei, wo da verteidigt wurde, haben meine hier unten angegriffen. Und er hat ja nicht mehr viel gehabt, ne? Deshalb habe ich gesagt, komm, ich warte jetzt auf 5000 Gold und Doom einfach. Just so fun. Ich wollte das Mausrennen. Ich habe nie Doom benutzt. Deswegen dachte ich mir, komm, das Game ist wahrscheinlich schon GG. Er hat hier Helden ohne Ende beschworen und verteidigt. Und ich glaube, dadurch, dass er nicht upgraden konnte, genau, hier haben wir jetzt die Magic Rune gekauft. Ich glaube, dadurch, dass er nicht upgraden konnte, hat er sowieso verloren. Weil ich bin mir nicht sicher, Helden sind super stark und man sieht ja, die drei Helden hier verteidigen alles. Das ist so nervig. Hier habe ich dann gedoomt. Just for fun. Weil ich habe den Spell noch nie benutzt. Und man glaubt, dass mein Held jetzt hier reingeht und alles platt macht, aber der hat echt lange gebraucht. Muss man ehrlich sagen. Ich glaube, was es dann geschafft hat, also beendet hat, das Game, war Doom. Weil er hat einfach nicht das Ding angegriffen und er hat immer Helden beschworen. Die ganze Zeit. Ja, hier habe ich gedacht, ich kann 5000 bezahlen, nochmal Doom machen, aber das kostet 10.000, die Rune. Ich habe hier noch willkürlich, glaube ich, Upgrades gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe die noch reingeschmissen. Und hier hat er einen verteidigt gehabt. Und ich glaube, mein Glück war, dass er keine Helden mehr hatte und die sind in die Mitte gegangen und dass der Doom kam. Der Doom kam und hat seine Barracks kaputt gemacht. Ich glaube, den Endscreen sehen wir leider nicht, wie die Punkte waren. Das ist, glaube ich, im Replay nicht drin. Aber krasses Game, ey.
war echt ein krasses Game. Dafür, dass ich so schlecht eigentlich bin im Game und meine Barracks-Top verloren habe und ständig unter Pressure war. Und es echt gesaved hat, dass ich die Mitte halte. Ach doch, hier sieht man die Punkte nochmal. Das ist krass. Also, weiß nicht. Wir sind im Score viel höher, ist ja klar zum Schluss. Units killed haben wir viel mehr. Heroes killed haben wir 18 Stück. Total Level 81. Ist irgendwas interessant? Ich habe mir die Sache noch nie genau angeguckt. Okay. Gut. Man kann ja pausieren. Aber wie gesagt. War mega cool. Überhaupt mal so eine gute Runde zu bekommen. Ja, man hat das Live-Gameplay nicht gesehen, ist ein bisschen blöd, aber im Endeffekt, ich habe Buttons gedrückt und das Beste gehofft. Und ja, das Beste ist bei rumgekommen, ne? Wir haben das Match gewonnen und das sollte eigentlich nur ein Just-for-Fun-Match sein, um die Runde ein bisschen zu lernen. Das ist mir schon mal passiert, ich habe schon ein Match gehabt, was ich gewonnen hatte. Das war aber eher Zufall. Vielleicht haben die mich auch gewinnen lassen, die Leute, weil ich gemeint habe, ich spiele das gerade mal zum dritten Mal. Und keine Ahnung, hat sich angefühlt, als wenn die sich ein bisschen zurückgehalten haben. Weil der eine Typ wohl übelst gut war und dann meint auf einmal, oh Gott, jetzt verliere ich. Ja, aber krass. Schönes Match gewesen. Und dann sage ich an der Stelle wieder schönen Dank fürs Zuschauen. Sorry fürs Replay, aber ich wollte das unbedingt zeigen, damit man auch mal sieht, was man so nebenbei macht. Und man nicht immer nur sieht, dass ich auch nur verliere. Ich wünsche euch was, bis Ende.